Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kamen die nächsten Challenges raus. Und zwar die Smash and Grab Mission. Die sind eigentlich immer relativ, so als kleines Verständnis. Dafür muss man eigentlich immer relativ schnell sein und es dreht sich viel um Hotspots. Ja, wir beginnen allerdings mal mit den Challenges. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen. Vielleicht schaffen wir bis Ende des Monats 100 Abonnenten. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt aus dem Battle Bus gesprungen seid und dann gelandet seid, müsst ihr jetzt innerhalb von 60 Sekunden Kisten durchsuchen. Als nächstes müsst ihr dann auch am besten, wenn ihr schon aus dem Battle Bus gesprungen seid, auch noch an einem Hotspot landen, denn das ist die nächste Mission, die ihr auch machen müsst. Hotspots sind die goldenen Orte, die immer mit einem goldenen Namen sind. Hier zum Beispiel Tiny Steps und Paradise Bombs. Sollte auf jeden Fall gut möglich sein. Dann müsst ihr ja Damage verteilen. Und zwar innerhalb von 30 Sekunden, nachdem ihr ein Jump-Pad geused habt. Das heißt, ihr müsst aufs Jump-Pad springen, möglichst schnell landen. Dafür könnt ihr auch, wenn hier unten euer Jump-Pad ist, könnt ihr auch so eine Schräge platzieren. Dann fliegt ihr nicht allzu hoch. Und seid relativ schnell wieder auf dem Boden und müsst dann innerhalb von 30 Sekunden nach dem Benutzen Damage an Gegnern verursachen. Und zwar 100 Schaden. Danach müsst ihr zwei Kisten durchsuchen und zwar innerhalb von 30 Sekunden. Das heißt, nachdem ihr die eine Kiste durchsucht habt, müsst ihr direkt zur nächsten laufen und die dann auch durchsuchen. Und dann habt ihr die Challenge auch. Als kleine Information, die Challenges laufen ja immer so ab. Ihr habt drei Missionen am Anfang. Wenn ihr eine absolviert, schaltet ihr die nächste frei. Und wenn ihr alle sechs von den normalen Missionen freigeschaltet habt, beziehungsweise absolviert habt, dann schaltet ihr die Prestige-Mission frei. Dort habt ihr wieder drei Missionen am Anfang. Und pro Mission, die ihr abschließt, schaltet ihr eine neue frei. Als nächste Mission müsst ihr legendäre Items aufsammeln in verschiedenen Matches. Das heißt, pro Match müsst ihr immer nur eine goldene Waffe aufsammeln. Dann im nächsten Match landen, nächste goldene Waffe aufnehmen. Und dann das gleiche nochmal. Müsst ihr auch nicht mitnehmen, sondern ihr müsst ihr einfach einmal kurz aufsammeln. Dann habt ihr die Challenge. Dann müsst ihr einen Loot-Job öffnen. Und zwar innerhalb von 10 Sekunden nach der Landung. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Loot-Job auf der Karte seht, ihr in der Nähe seid, dann geht der direkt hin, könnt ihn runterschießen und direkt öffnen. Dann habt ihr das auf jeden Fall. Dann müsst ihr an Hotspots, also wie den goldenen Loot-Orten, hier Damage verursachen. Und zwar 200 Schaden. Das ist relativ gut möglich. Eine Headshot mit der Pump. Dann habt ihr das. Als nächstes kommt die Prestige-Mission. Dafür müsst ihr jetzt eine Kiste und eine Munitionsbox öffnen innerhalb von 30 Sekunden, nachdem ihr aus dem Battle Bus gelandet seid. Dann müsst ihr diese Beutedrohnen zerstören innerhalb von 60 Sekunden, nachdem ihr aus dem Battle Bus gelandet seid. Sollte relativ gut möglich sein. Man braucht jemand am Anfang erstmal nur eine Waffe. Dann hat man das. Als nächstes müsst ihr innerhalb von 30 Sekunden nach dem Benutzen eines Jump-Pads einen Gegner eliminieren. Das heißt auch ganz eliminieren. Dafür habt ihr auch wieder 30 Sekunden Zeit. Dann müsst ihr drei Kisten durchsuchen innerhalb von 30 Sekunden. Das heißt, sucht euch drei Kisten aus, die möglichst nah beieinander sind. Oder einfach Early Game hat man das eigentlich auch. Da müsst ihr drei legendäre Items aufsammeln. Diesmal allerdings in einem Match. Drei verschiedene Items, by the way. Es reicht nicht, wenn ihr dreimal einfach nur sagt, Waffe aus dem Inventar werfen und wieder aufsammeln, sondern es müssen drei verschiedene Waffen sein. Als nächstes müsst ihr 100 Materialien von jedem Typ sammeln. 100 Holz, 100 Stein, 100 Metall. Und das Ganze allerdings innerhalb von 60 Sekunden. Nach dem Landen aus dem Battle Bus. Oder müsst ihr noch an einem Hotspot, an einem goldenen Loot-Ort
Gegner eliminieren. Insgesamt 3 Stück. Das waren alle Challenges. Dafür bekommt der Battle Pass Sterne, eine Backpack und ja, noch ein paar Stile. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback in den Kommentaren da. Lasst ein Like da und ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.